Ich habe hier ein bisschen Ruhe. Ist hier doch irgendwo. So, jetzt soll ich mal ganz kurz gucken, wo ich hin muss. Ich weiß in etwa, wo ich hin muss. Nicht in den Weinkeller. OG2 habe ich auch schon alles reingeguckt. OG1 fehlt noch ein bisschen was. Da kommen wir aber später wahrscheinlich hin. Ich muss in die oberste Etage. Halle der Verzückung und Waffenkammer. Das bedeutet, ich muss die Haupthalle hoch. Und dann direkt nach rechts. Nicht auszuhalten. Ach nee, nicht beide. Ich sollte mich wohl etwas zurückhalten. Ja, deine Mutti ist da. Silberring. Okay. So, kann ich hier irgendwas herstellen? Ja, mache ich vielleicht mal. Ist gar nicht mal so schlecht. So, das ist ein Schatz. Schon mal ganz gut. Und ich habe die nächste Maske. Hier gibt's aber noch was. Da habe ich was gesehen. Pistolenmunition könnte ich herstellen, aber ich warte noch, dass ich vielleicht ein paar Chemikalien finde. Dann kann ich noch ein bisschen... Pumpkin-Muni herstellen. Flintenmuni! Die Flinte ist mein Kamerad in Frieden wie im Kriegespfad. Ich war besorgt, meine Schwestern hätten mich bereits. Ach nee. Warum ruckelt es immer, wenn die kommen? Ist das wegen diesem scheiß Player, den man noch extra runterladen muss? Gestanden? Ich finde dich weg. Kannst du vergessen. Oh, wirklich? Ja. Nein! Och nee, ernsthaft? Oh, ich habe die Dinger falsch eingesetzt. Jetzt kann ich nichts mehr. Habe ich mich jetzt selbst gesoftlockt? Also das mit den Fliegen, da haben sich echt keinen Gefallen getan, Capcom. Also das sind so die Framerate nach unten. Und ich habe mich gesoftlockt.
Also, dass man sich da so soft locken kann, das ist dumm. Das ist dumm. Gut, wenigstens gibt es hier noch einen Save Point. Halle der Verjüngung, gibt es hier noch was? Was? Hey, Blub! Cool, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Da hatte ich mich jetzt selbst erschrocken und ich dachte so, what the fuck war das jetzt? Okay, ich weiß ja, was abgeht. Ich war besorgt, meine Schwestern hätten dich bereits. Aua! Aua, du Ratte! Du hast ihn, du Bastard! Hallo, ich würde gerne schießen, danke. Hol dich, der Teufel! Nein! Unmöglich! Ich lass dich nicht gehen! Du gehörst mir! Nur mir! Kein Problem! Aber doch nicht so, Mädchen! Danke, Hexe. Herrlich. Das war ja immerhin der Plan, mich zu erschrecken. Ihr seid so gemein. Aber vielen lieben Dank, vielen lieben Dank. So, gut. Da sind wir jetzt die nächste Olle losgeworden. Jetzt fehlt uns nur noch die Milf. Eine Jagdtrophäe. Okay, hier haben wir jetzt alles. Aber trotz alledem fehlt hier noch was. Kristallener Torso von mir aus. Da mache ich noch mal was. Das ist fertig, aber hier fehlt noch irgendwas. Die Frage ist, was? Was fehlt hier noch? Das ist alles leer. Hier gibt es auch nichts mehr. In dem Raum fehlt noch irgendwas. Aber was? Schade. Ich dachte, ich könnte die Jagdtrophäe da reinstecken. Ja, das geht auf. Aber das bringt mir doch nichts. Hier laut... Oder haben sie das als rot markiert, weil ich da die Dingsbums zurückstecken kann? So, gut, jetzt bleibt eigentlich nur noch die Alte hier. Aber die Frage ist, was fehlt denn hier noch? In dem Raum muss noch irgendwas sein. Hm.
Okay. Tü-tü-tü-tü-tü-lü. Alter, wie hört die sich an? Alles gut. Alles gut. Hamme alles durch. So, und wie komme ich hier jetzt raus? Das ist jetzt die nächste Frage. Weil irgendwie muss ich ja raus. Irgendwie muss ich ja rauskommen. Die Jagdtrophäe habe ich mitgenommen. Das bedeutet, ich habe keine Gewehrmunition mehr. Das ist ärgerlich. Au! Das sieht doch schon gleich wesentlich besser aus. So, Atelier, Gemälde der Lady. Gemälde der Lady. Nee. Geradeaus und dann nach links. Aber ich könnte auch hier über die Bibliothek hier rüber zum Konzertsaal nochmal zurück. Da ist er. Alte Milf. Mal ganz kurz überlegen. Okay, geradeaus, Halle der Freude, nach rechts und die Dingsbums geholt. Ein bisschen leise sein, dann hört ihr mich nicht. Ein bisschen auf dem Teppich laufen, dann weiß sie nicht, wo ich bin. Und jetzt nach links. Wunderbar. Dann jagt die mich. Das ist so wie bei Resident Evil 3 oder Resident Evil 2, der Mr. X. Weiß halt nicht, ob... Die kannst du auch nur ein bisschen schwächen. Yo. Ich sehr gerne sehen. Warte mal. Wie nenne ich denn das jetzt? Ich erfreut, was ich sehen. Und leer, super. Das bedeutet jetzt eigentlich nur noch zurück durch die Bibliothek. Halle der Freude zum Atelier. Und da werde ich wahrscheinlich die 5 Glocken läuten müssen. Da. Ist hier in der Nähe. Die Frage ist... Kann ich mich... Hier ist das Atelier. Muss die 5 Glocken läuten.
Brücke. Die zweite, die drei Glocken habe ich. Och ne, oh, ist das mies. Vier. Wo ist die fünfte? Hier ist irgendwo noch eine fünfte. Dann geht hier irgendwas auf und ich nehme an, ich weiß, was wir kriegen. Da, ich sehe es. Nee, leider nicht. Und ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Wir haben hier unten eine Kammer gesehen. Die zu einem Sarg führt. Entweder gibt es zwei Sachen, was ich mir einschätze, wenn ich so alles, was ich über Vampire weiß, so richtig sehe. Entweder müssen wir die Alte dazu bringen, dass sie sich zur Erholung in den Sarg legt. Und den dann irgendwie Quatsch machen. Oder mit dem Sarg, den Sarg irgendwie versiegeln. Mann. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Dachboden. Wir sind auf dem Dachboden. Die wacht doch bestimmt gleich wieder auf. Hallo, ich würde gern Dietrich nehmen, danke. So. Okay, das sieht doch alles schon mal ganz akzeptabel aus. Ich habe nur keine. Doch, ich habe noch Money. Ich habe noch Dingsbums. Ich habe sogar noch eine Rohrbombe. Natürlich, natürlich. Pistolenmuni kann ich herstellen, aber mir fehlen halt noch Chemikalien. Treasure. Nein, ich wollte... Ich wollte das Ding eigentlich kaputt machen. Aber... Tipps. Öffnen Sie mit Y. Tab Schätze. Ein silberner Ring. Etwas scheint zu fehlen. Wertvoll kombinierbar. Ist eigentlich gar nicht schlecht, ne? Wenn ich das irgendwie jetzt... Ich nehme an, die Schatzkarte, die wir gerade gesehen haben. Unterirdische Gänge, Häuser des Dorfs, Gebäudepläne. Morgen vor dem Schloss, von einem Kerl mit seiner Pferdekutsche. Er nennt sich Duke und scheint zu wissen, was hier vor sich geht. Ich traue ihm nicht, aber für sowas habe ich jetzt keine Zeit. Ich muss mich im Schloss nach Rose, suchen oder wenigstens nach ein paar Hinweisen. Die Schlösser, dieses Schloss sieht aus, als wäre es direkt einem alten Horrorstreifen entsprungen. Komplett mit übermenschlicher Schlossherrin und drei gestörten Töchtern.
Die kennen wir, haben wir platt gemacht. Die haben mich entdeckt und an den Händen aufgehängt. Hab mich befreien können, hat aber scheiß weh getan. Ich kann Rose nirgends finden. Vielleicht war sie niemals hier. Vielleicht wird sie woanders festgehalten. Es gibt jedenfalls keinen Grund, noch länger in diesem beschissenen Schloss zu bleiben. Jetzt muss ich hier nur noch wieder rauskommen. Insektenbeobachtung, Folgebeobachtung, Lady Dimitrius Tagebuch, Tipps. Die Tipps sind mir eigentlich egal. Ich will die Notiz noch mal sehen mit dem Schatz. Die habe ich ja aufgenommen. Aber warum habe ich die? Kann ich die nicht einsehen? Doch, Schatzkarte hier. Was? Dungeon? Kitchen? Treasure 3. Im Sarg dieses Adligen ruht ein unschätzbares, wertvolles Erbstück, aber er lässt sich nur durch einen Trick öffnen. Irgendwas von wegen, man müsse den Weg erhellen. Habe ich das nicht schon? Man müsse den Weg erhellen. Ich habe gehört, dass sich in diesem Schloss etwas befinden soll, das man den Dolch der Todesblume nennt. Anscheinend handelt es sich um ein antikes Stück aus dem Mittelalter, das mit einem Gebräu aus Giften aus allen Ecken des Kontinents überzogen ist. Es soll gefertigt worden sein, um Dämonen und Monster zu töten. Klingt alles faszinierend, aber niemand weiß, wo er ist. Interessant. Dungeon. Oh, dieses helle Geräusch, was man macht, wenn du das halt siehst. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das tut einem echt in den Ohren weh. Das haben sie scheiße gemacht. Also das wäre ganz cool, wenn sie das irgendwie. Da hätten sie sich für was anderes entscheiden sollen. Da haben sie den Leuten keinen Gefallen getan. Kein schönes Geräusch, Capcom, da habt ihr aber Scheiße gebaut. Küche. Terrasse, da ist ein Speicherpunkt. Waffenkammer ist durchgestrichen. Untergeschoss, Weinkeller, Versorgungskammer, Halle des Kriegers, Zellen, Untergeschoss 2, oh je. Aber ich könnte jetzt hier hin, Schmiede, eiserner Schlüssel und den ganzen Kram. Da könnte ich jetzt rein. Die Frage ist nur. In der Küche, aber ich sehe hier keine Küche. Waffenkammer, Halle der Verzückung, Ankleidezimmer, Haupthalle, Bibliothek, Halle der Freude, Atelier, Konzertsaal, Lady Dimitrescus, Gemächer, Badehaus. Wagenauffahrt, Empfangszimmer, Halle der Vier, Küche. Im Erdgeschoss. Küche weiter zum Dungeon und dann in dem Rondell. Warte mal. Küche. Geradeaus. Dungeon. Komm, das hätten sie wenigstens auch auf Deutsch machen können. Und dann in so einem Treppenrondell ein Schatz. So, habe ich schon Razy Flame verpasst? Nee, das nicht, das nicht. Erdgeschoss, Küche, Dungeon,
Treppe und Rondell, aber ich sehe hier kein Rondell. Empfangszimmer, da fehlt noch was. Keine Ahnung. Sag ich ganz ehrlich, weiß ich nicht. Also von hier kam ich ja. Und hier war die Schatzkarte. Das bedeutet, hier geht's weiter. Ich finde hier kein Rondell. Dachgeschoss, dann komme ich wieder hier runter zum Atelier. Oder ist es hier oben vielleicht? Oberhalb der Küche, sodass man wirklich... Küche, dann geht es geradeaus. Nach links und weiter hier draußen hin. Vielleicht ist es auch draußen. Und dann in dem Rondell, das würde natürlich passen. Hallo, wer ist da? Yeah. Oh shit. Nur damit fühlt man sich wie ein Mann. Ich bin trotzdem ein bisschen vorsichtig. Oh. Ich warte mal, Schnellzugriff rechts hier erstmal hin. Och nee. Weißt du, die ganze Zeit Sniper-Elite spielen und jetzt hier sich hier einscheißen. Na komm her. Ich will keinen Schuss vergeuden, weil ich nicht weiß... Komm doch bestimmt hier wieder. Das ist ein toller Zoom. Ich hab ihn verpasst. Ich bin nicht gut in sowas. Glaubst du wohl nicht im Ernst, dass hier etwas nicht böse ist? Ich komme mit dem Rückstoß nicht klar. Das kannst du so vergessen. Da muss ich näher ran. Der andere müsste auch hier sein. Entspann dich. Okay, so schlimm sind die jetzt auch wieder nicht.
Oh, dieses Kratzen im Ohr. So schlimm sind die jetzt wirklich nicht. Hätte ich mir die Schuss lieber für die olle Schrapnelle aufgehoben. Aber immerhin, ich glaube, wenn ich... Bin trotzdem überzeugt, dass das kein richtiger Fehler ist. Was habe ich denn hier bekommen? Schätze. Kristallener Flügel. Geflügelte Kreatur. Kann ich das nicht irgendwie kombinieren? Also die Geräuschkulisse macht mir zu schaffen, die gefällt mir gar nicht. Kristall an der Decke? Ich habe jetzt keinen gesehen. Nee, aber eine Leiter. Die ich wahrscheinlich erst runterholen muss. Aber ich habe jetzt hier keinen Kristall gesehen. Das war hier, da oben diese kleine Lichtspiegelung, die da so geblinkt hat. Alter, hat er mich erschreckt. Das sind auch nur die... auch nur Mädels, ne? Das sind jetzt nicht unbedingt die Schnellen. Was ich durchaus begrüße. Aber meistens sind es diese kleinen Kristalle, Justin. Warte mal, habe ich hier? Hier diese Kristallfragmente. Die kannst du eigentlich nur verkaufen. Das meinte der Tsui mit. Bleib liegen, habe ich gesagt. Ich habe aber hier kristallene Flügel. Habe ich ziemlich viele. Jetzt lassen die fallen. Die kristallenen Torsos lassen die Töchter fallen. Und der Silberring, da fehlt noch was. Fried Wings, ehrlich. Schön. Dieses diese Geräuschkulisse. Oh nee. Oh. Ei, ei, ei. Oh, ist das eklig. Das ist ja echt widerlich. Musik leiser drehen, damit es leiser wird. Ja, warum soll ich mich hier großartig... Also ich habe es für euch jetzt nochmal runtergedreht. Hörer mache ich jetzt auch nochmal ein bisschen leiser. Aber auf der anderen Seite, warum soll ich euch etwas antun, was ich mir nicht antue? Wir sind hier... Warte, auf dem Flame, man wird schwerer. Ich glaube nicht, dass es so schwer ist. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade genommen habe.
Das ist aber okay. Düt, 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 düt. Hier ist die nächste. Okay, jetzt sollte ich hier rauskommen. Jetzt habe ich alle Engelsdinger. Ja, toll, das bringt mir jetzt viel. Ich müsste das so leise stellen, dass ich das gesamte Spiel nicht mehr höre. Also mit diesem kreischenden Gesang haben sie den... Obwohl, du stehst mit der Großen hier im... Nee, da passt die gar nicht rein. Da kann die gar nicht agieren. Jetzt wartet die hier auf mich. Hier gibt's aber noch was. Hab ich. So. Kann man Ingame-Sound nicht das... was? Kann man Ingame nicht die Sound separat umstellen? Bestimmt. Weiß es aber nicht ganz. Stimmenlautstärke, Musik und Soundeffekt, Lautstärke, Menü, Lautstärke, Dynamik, Bereich klein, Kopfhörer, Virtual Sound aus. Keine Ahnung. Vor allem weiß ich halt auch nicht, was für ein Sound ich da aus... War das jetzt irgendwie Hintergrundmusik? Müsste ich die Musiklautstärke runtersetzen? Soundeffekte ist, glaube ich, nicht der Fall. Stimmlautstärke auch nicht. Das ist schwierig. Ich mach kurz im Bad. So, wo muss ich denn lang? Halle der Vier. Aber im Innenhof gibt's noch was. Lästige Missgeburt! Lauf so schnell du willst! Ich krieg dich schon! Du hast mein Kleid ruiniert! Nutzlose Kreatur! Fick dich! Du olle Hexe! Ich bloß in Ruhe! Lass mich bloß in Ruhe! Du bist nicht mein Typ! Also vielleicht schon, aber nee!
Ach nö. Spielverderber! Ich bin kein Spielverderber! Reiz mich nicht! Ich reiz dich nicht! Ich will dich penetrieren! Lass mich durch! Och Mann! Das liegt mir eben im Blut! Ethan, du bist viel zu langsam für die Alte. Komm ruhig her. Wie es einfach mal nichts bringt. Och Mann! Kann ich hier irgendwie? Nee, kann ich nicht. Doch, kann ich. Och nee, kann ich nicht. Bleib, wo du bist! Lass mich in Ruhe, du alle Hexen. Du klammerst! Diesen ist nicht schnell genug. Na toll. Natürlich hat er mich als Missgeburt beleidigt. Die ist sauer. Warte mal, da gibt's noch was. Ich wette mit dir irgendwie noch ein Kristall oder so. Oh, ich würde gerne nochmal zu dem Dicken. Was? Hat sie dich als Missgeburt beleidigt? Ja. Oh nein, ihr Kleid. Hoffentlich fällt es ihr nicht vom Körper. Ich will dich nicht reizen. Ich will dich penetrieren. Schön. Das ist der wahrscheinlich der Dolch. Du hast alles ruiniert! Siehst du mal! Nein, der Dolch! Guck doch mal, du hast dein Ding in mich reingesteckt und nicht meins. What the fuck? So sieht also eine Vagina mit Zähnen aus. Und ich habe nur Pistolenmuni. Aua! Echt? Ich will dich leiden sehen! Nun, ich will dich auf einem Teller sehen! Jawohl! Komm her, Mutti! Nein! Quatsch! Erstmal alles nachladen, ne Mutti? Für dich gibt's auch keine Vergebung. Zu spät für Reue. Autsch. Ich hätte vielleicht hier drin bleiben sollen. Was gibt
Lass deine Insekten weg und komm her, Mutti. Ja, das wirst du. Natürlich, das wirst du. Oh, habe ich dich getroffen? Oh. Alois, warum rennt der so blöd? Wer legt Rennen auf? Liebes Capcom, wenn ihr schon so eine bescheuerte Steuerung macht, dann soll sie wenigstens funktionieren. So, warte mal. What the fuck ist das jetzt so? Hier die Pension und nie wieder rauslassen. Also wäre es hier ein Pokémon, hätte ich die Entwicklung abgebrochen. Das wäre das einzige Pokémon, was ich jeweils im PC freilassen würde und nicht traurig wäre. Ach klar, nimmst ein Ditto, machst eine ganze Stange davon. Da kann Lugia einpacken. Oh. Rose ist unsere einzige Hoffnung. Du bekommst ihn nicht. Warum ist Rose die einzige Hoffnung? Das ist meine Tochter. Wenn ihr mal lieb fragen würdet, wäre das alles kein Problem. Aber nein. Ich treffe doch nicht. Nein. Oh. Bin ich nicht. Wenn du wenigstens die Alte geblieben wärst, dann hätten wir drüber reden können. Aber so noch nicht. Nein, 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 nein. Ich zeig dir gleich meine Eier. Ich hab den Teufel schon geholt. Nein! So wie es aussieht. Du siehst deine Rose nie wieder. Bei dir bleibt es schwer. Lass mich raten, die alle lebt noch. Nimm alles, was du hast und rein da. Ja. Aber mal einen Kuss geben, so nach dem Motto, vielleicht hält sie endlich mal die Fresse.
Kann ich mich jetzt im Schloss mal in Ruhe umsehen? Es gibt noch ein paar Sachen, die würde ich gerne mitnehmen. Das wäre super. Kristallene Lady. Viel Spaß in der Hölle. Alter. Was haben die aus der süßen Milf gemacht? Was ist das? Ich sterbe sowieso, jetzt war der ganze Scheiß umsonst. Ich komme hier wohl endlich raus. Scheiße. Dickes Glasgefäß. Okay. Das war wohl die Pille von der Alten. War bestimmt ein Zäpfchen. So groß wie das war. Also richtig schön volle Kanne in den Arsch. So, was sagt meine Gesundheit? Hey, meine Gesundheit, geht's gut? Das geht. Nein! Also eigentlich solltest du jetzt recht. Ja, ne, das ist jetzt mein Schloss. Ich bleib jetzt einfach hier. Wo bin ich denn hier? Lass mich raten, wir müssen mit dem. Ich dachte, das wäre der zweite Boss.